Hallo zusammen, danke schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute gerne probieren, ein schönes J-Lo-Make-up zu schminken. Ihr habt es am Titel schon gesehen. J-Lo war für mich immer eine Inspiration. Ich finde diese Frau wunderschön. Ich weiß, dass ich nicht so aussehe wie sie. Ich habe noch nicht mal Ähnlichkeit mit ihr. Aber ihr Make-up hat mich immer inspiriert. Ich weiß gar nicht, womit J-Lo normalerweise geschminkt wird. Sie hat ihre Make-up-Artists, vielleicht macht sie es auch manchmal selber. Deswegen möchte ich heute einen schönen J-Lo-Make-up-Glow-Look nachschminken mit den Sachen, die ich hier habe. Und hier zeige ich euch meine Inspiration für diesen Look. Ich denke nicht, dass ich das Foto einblenden darf, deswegen zeige ich euch das kurz am Handy. Ich kenne ihre Produkte nicht und kann das eben nur so nachstellen, wie ich das empfinde mit den Produkten, die ich hier habe. Ich habe diesen Pickel hier extra dagelassen. Der kam natürlich gestern pünktlich zum Drehtag und ich habe gedacht, komm, Stars sehen auch manchmal so aus, die müssen das auch abdecken und dann sieht man es nachher auch nicht mehr. Ich werde es jetzt versuchen und werde dafür erstmal einen Concealer verwenden. Tupfe mir das so ganz leicht da drauf und klopfe dann mit dem Finger nach. So kann ich das schön in die Haut eintupfen, immer auf den gleichen Fleck tupfen, nicht wischen. Und ja, optisch ist er dann zumindest schon mal verschwunden. J.Lo hat immer den klassischen Glow. Ich selber habe ölige Haut, kenne die Beschaffenheit ihrer Haut gar nicht, aber meine ist ölig. Und deswegen verwende ich zuallererst einen Primer, der dafür sorgt, dass das Make-up länger hält und ich nicht so schnell nachglänze. Glow All Over ist so das Markenzeichen von J.Lo und hierfür verwende ich jetzt die MAC Strobe Cream. Ich habe die schon sehr lange, das ist so dieser Klassiker. Mittlerweile gibt es die in verschiedenen Farben. Upsa. Aber diese Creme gebe ich mir genau an die Stellen auf, wo der Glow auch so von innen rauskommen soll und zwar genau auf die Wangenpartien hier. Foundation ist die Grundlage. Hier verwende ich das Nivea High Make-up. Das ist recht leicht und natürlich, kann es gut einarbeiten. Es enthält Hyaluron und versorgt die Haut natürlich dann gleichzeitig auch mit Feuchtigkeit. Aber ich finde, es sieht auch sehr gesund und schön glowy aus. Also insgesamt, aber nicht zu glowy, dass ich aussehe wie eine Discokugel. Das möchte ich nämlich nicht so gerne. Ich werde das nachher natürlich noch verstärken mit Highlighter. Aber mir gefällt dieses Make-up ebenso gut, weil es als Grundlage perfekt funktioniert für diesen Look. Im nächsten Schritt verwende ich Concealer und davon nicht zu wenig. Und zwar gebe ich mir den genau unter den Augen auf. Und Kinn, Nase und Stirn ein bisschen. Und durch diesen gigantischen Applikator kann man auch richtig schön auch viel auftragen, ne? Ich könnte mein ganzes Make-up damit machen. Aber hier möchte ich das gerne so ins Contouring einfließen lassen. Das, was ich jetzt gemacht habe, also die Aufhellung mit dem Concealer, das hebt diese Partien, die jetzt aufgehellt sind, nach vorne. So bekomme ich nachher auch ein schöneres Contouring hin. Und dieses Produkt klopfe ich mir jetzt ein mit einem Beauty Blender bzw. mit so einem Make-up-Schwämmchen hier. Jetzt fixiere ich den Concealer noch mit einem losen Puder und davon nehme ich nicht zu wenig. Passt mal auf. Das Puder hier ist das neue Infallible von L'Oréal. Das ist so blau. Es kommt natürlich nicht blau raus, aber ich gehe hier richtig großzügig rein mit diesem Beauty-Schwamm und fixiere den Concealer an der Stelle, wo er bleiben soll. Ah, ich habe ein bisschen mit dem Puder gekrümelt. Das sieht jetzt klassischerweise genauso aus, wie man es für ein natürliches Make-up nicht machen sollte. Aber ihr wisst ja, natürliches Make-up ist harte Arbeit. Und ich lasse das jetzt einen Moment einwirken und kann das nachher mit dem Pinsel wieder wegstreichen. Also das Puder wirkt jetzt ein, während ich mir die Augenbrauen nachzeichne. Und das mache ich mit meinem aktuellen Lieblingsaugenbrauenstift von Shiseido. Das ist dieser Brow Ink Trio, heißt der. Der hat eine ganz feine Seite, da ist ein Puder mit drin und eine Bürste zum Durchkämmen. J.Lo hat von Natur aus so schöne Augenbrauen. Ich muss sie mir nachzeichnen, aber ich finde, die Farbe passt hier sehr gut. Sie hat auch nie so plakative, sie hat einfach natürliche, schöne Augenbrauen. Ja, und ich eben nicht. Und ich finde aber, das habe ich ganz gut hinbekommen. Das passt auch gleich zum Gesamtlook. Bei dem Augen-Make-up war ich mir so ein bisschen unsicher, nach welcher Palette ich greife, wonach ich schaue. Aber ich möchte es eben gerne genauso hinbekommen, wie sie es immer trägt. Und deswegen habe ich mir als erstes mal die Naked 1, also die erste Naked-Palette, geschnappt für den Ausblendton. Der heißt hier Naked. Und da gehe ich jetzt erstmal rein und verstärke mir die Lidfalte. Das ist ein richtig schöner, aschiger, hellbrauner Ton, die perfekte Farbe zum Ausblenden. Und dann schnappe ich mir die Superhero-Palette von IT Cosmetics. Da sind sehr viele schimmernde Farben drin und genau die werde ich jetzt auch verwenden. Und zwar werde ich sie mir genau auf das bewegliche Lid geben. Ich nehme zuerst mal die Farbe Aura. Das ist ein schönes, helles Braun mit Schimmereffekt. Und ich liebe diese Palette. Alle Farben schmeicheln so. Die ist so, oh. Mir fehlt halt eben nur so ein richtig schöner Ausblendton. Deswegen habe ich hier einen anderen genommen. Jetzt gehe ich noch in die Farbe Limitless, der ist ein bisschen heller, der Ton. Und gehe da nochmal so leicht drüber. Das gibt eine ganz schöne Mischung.
Und dann nochmal mit der dunkleren Farbe so in den Innenwinkel. Also ich muss da immer so ein bisschen mischen und fummeln, bis ich das genauso hinbekomme, wie ich das gerne haben möchte. Hier ist auch noch ein wunderschöner dunkler Ton drin, der heißt Daring. Da gehe ich aber nur mit der Spitze des Pinsels rein, nur so ganz leicht und verstärke hier so ein bisschen außen. Und da habe ich jetzt so richtig schön gekrümelt. Das trifft sich gut, weil jetzt fege ich auch dieses Puder weg, was ich mir hier gerade hingegeben hatte. Jetzt schaue ich mir das Bild nochmal kurz an. Also ich glaube, ich muss die Augenbrauen noch ein bisschen durchkämmen, dass sie noch ein bisschen natürlicher aussehen und ein bisschen Contouring machen mit einer etwas dunkleren Farbe. Das wollte ich jetzt sowieso tun. An den Augen sehe ich, dass sie hier auf diesem Bild ein bisschen schwarzen Kajal trägt und darunter ausgeblendet ist. Das sieht sehr schön aus. Normalerweise macht sie das nicht so oft. Normalerweise hat sie, so wie auf diesem Bild hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, hat sie immer so einen hellen Kajalstift drauf, so einen cremefarbenen. Den hatte ich mir jetzt hier auch schon rausgesucht. Ich gebe mir das jetzt einfach mal auf die untere Wasserlinie. Der ist nicht weiß, sondern cremefarben. Der ist jetzt von Trend It Up Expert Inner Eye Pan. Steht keine Farbe drauf. Und dann gucke ich mal, wie mir das gleich gefällt. Jetzt werde ich aber mit den Farben, die ich hier oben verwendet habe, auch nochmal am unteren Wimpernkranz entlang gehen. Und zwar unter den Härchen. Also nicht dort, wo ich gerade diesen cremigen Kajal aufgetragen habe, sondern darunter. Und dadurch, dass dieser Pinsel hier so fein ist und spitz und gleichzeitig so weich, der ist von Luvia, es ist der Mini Crease VS 320, kann ich damit auch gleichzeitig richtig schön verblenden unterm Auge. Und um das jetzt noch ein bisschen zu verstärken, wenn mir das noch nicht genug ist, gehe ich jetzt mit so einem kleinen angeschrägten Pinsel in das Schwarz der Palette hinein und gehe ganz nah an die Härchen vom unteren Wimpernkranz. Ich schaue mal, ob ich den Look so mit der Mascara hinbekomme, wie ich es mir wünsche. Ansonsten müssen da falsche Wimpern drauf. Aber schauen wir erstmal. Zuerst versuche ich es mal mit der Volume Million Lashes hier von L'Oréal, weil ich finde, die fächert schön auf, gibt schön Farbe ab. Schauen wir mal, ob das schon reicht. Fächert schön auf, ist mir aber noch nicht stark genug. Superhero Itch Cosmetics, um nochmal ein bisschen mehr Farbe aufzutragen. Ja, genau so. Allerdings verklebt die mir ein bisschen. Deswegen kommt jetzt wieder die Volume Million Lashes zum Einsatz, um das Ganze wieder fein aufzufächern. Ganz wichtig finde ich auch die Kontur. Hier nehme ich einen matten Bronzer und einen, ja, Konturpinsel, der so aussieht. Der ist jetzt also noch nicht vorangeschrägt oder sowas, aber ich komme damit sehr gut zurecht. Der ist von Kevin O'Korn, dieser Pinsel hier. Damit nehme ich ein bisschen was auf, nicht zu viel und wirklich nur so auf die Spitze. Und dann bedecke ich den Teil, den ich nicht anmalen will. Und ziehe mir eine ziemlich sichtbare Kontur. Ich weiß noch nicht, ob mir das reicht. Ich habe es jetzt erstmal nur versucht mit diesem matten Bronzer hier. Ich war mir unsicher, ob ich für diesen Look nicht etwas Stärkeres brauche, weil ich den auch sehr gerne zum Bronzen benutze, nicht nur zum Konturieren. Ich werde nochmal was anderes nehmen. Und zwar das Sculpting Powder von Kevin O'Quinn. Das ist sehr, sehr aschig und da muss man super vorsichtig mit sein, damit man nicht zu viel erwischt, aber für diesen Look möchte ich gerne ein bisschen mehr. Auch meine Nase muss ich ein wenig konturieren, nicht zu viel, aber so ein bisschen rechts und links, damit sie halt etwas schmaler wirkt. Und das Ergebnis gefällt mir jetzt richtig gut. Viel machen ja auch immer die Lippen aus. Ich werde jetzt trotzdem noch kurz vorher ein bisschen Blush auftragen, und zwar einen peachfarbenen Blush. Das passt so am besten, finde ich. Bringt so ein bisschen Frische auf die Wangen und dann kommt der eigentliche Glow. Da habe ich jetzt den Becker Champagne Pop rausgesucht und da werde ich jetzt ein bisschen übertreiben, aber ich glaube, das ist auch nötig bei dem Look. Und zwar nehme ich erstmal so einen feinen Blendepinsel, nehme ein bisschen was von dem Produkt auf und gebe mir erstmal den ersten Glow unter die Augenbraue. Ich ziehe das hier so runter und gebe mir das auch direkt auf den höchsten Punkt der Wange. Kann man nicht anders sagen, der bringt genau den richtigen goldigen, champagnerfarbenen Glow. Jetzt nehme ich ein bisschen was noch mit der Spitze auf und gebe mir von dem Highlighter ein bisschen was auf den Nasenrücken, etwas über die Oberlippe. Hier nochmal so ein bisschen. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt kommt der Clou, die Lippen. Da habe ich mir von Shiseido den Lippenstift mit der Farbe Whisper ausgesucht. Ich finde den perfekt. Das sind so richtige J.Lo-Lippen, die ja rauskommen. Und ich werde aber vorher mit einem Lip Liner konturieren. Das ist von L'Oréal, der Lip Liner in der Farbe 630. Da male ich so ein bisschen die Lippenkontur nach. Dann kommt der Lippenstift. Den tupfe ich jetzt ein bisschen ab. Und da J.Lo selten matte Lippen trägt, trage ich mir jetzt noch einen Gloss darüber auf.
Mac Oyster Girl ist das übrigens. Und auch der, finde ich, hat die perfekte Farbe. Das Einzige, was ich jetzt noch verbessern möchte, sind die Augenbrauen. Die werde ich jetzt mit einem Augenbrauengel noch ein bisschen so nach oben kämmen. Und die Ohrringe werde ich noch tauschen. Und dann sieht es hoffentlich so aus wie ein J-Lo-Make-up. Können wir ruhig ein bisschen auf Glamour machen, ne? Ja, voilà. Da ist es. Mein J-Lo-inspiriertes Make-up. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, konnte euch inspirieren. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so gefunden habt. Ob euch das inspiriert hat, vielleicht was Ähnliches nachzuschminken. Ob ihr J-Lo genauso mögt wie ich. Und ja, ich hoffe, es hat euch unterhalten und Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Video. Tschüss.